Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um den Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Dann mal hinterher. Komm mit. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um sechs ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Was war das? Ich kann nichts sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Hm.
es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Ja, wir gehen rüber. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Dieser Sarkasmus gefällt mir. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Hier geht was auf. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Den hier habe ich. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Na toll, wir dürfen in der Kloake baden. Oder? Nee. Yep. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Puh, ich stink. Du übertreibst. Aber schon gut gemacht. Vor allem, wenn man, wie man in die Villa dann Denk reinkommt. Dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Bereit? Alles klar. Ah!
eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Katzo! Gott, rette mich! Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Hier geht's runter. Hier geht's hoch. Schick, schick. Ich kenn den Teil, ja, aber ich bin immer wieder beeindruckt, wie... Oh. Doch, jo. Wie im Detail das teilweise schön gemacht ist. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Hab's. Dankeschön, Desmond. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Jipka. Hier runter. Und ab geht's. Danke. Wir sind ein gutes Team. Okay. Komm, Desmond. Gehen wir. Ich sehe den Altarraum. Wird so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum?
Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Hier ist irgendwas. Kannst du den Ver... Shit. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419... 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Charmant. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Ja, 4 von diesen Strommästen sollen wir... sozusagen... betätigen. Es gibt hier übrigens Statuen. Ich weiß bloß nicht wo. Man kann ja hier schon mal auch ein bisschen Ausschau halten. Und wenn wir die... Hier sehen wir auch schon, hier gehen Leitungen nach unten. Ich kann euch auch nicht sagen, ob diese Statuen jetzt hier schon verfügbar sind oder erst nachdem wir hier das geschafft haben mit der Erinnerung. Hier gab es doch eine Kirche. Genau. Gehen wir doch mal da rein. Weil da ist auch öfter mal... Nee, nix. Dann wird das wahrscheinlich erst dann sein, wenn wir das alles abgeschlossen haben.
Und der letzte Stromkasten. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Ja, okay. Kann man noch mit irgendjemandem reden? Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlage ich nochmal nach. Was machen wir jetzt mit Abstergo? Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Verlass dich drauf, er wird. Dann herein in Animus. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das ist einfach nicht normal. Darf man jetzt hat.